Herzlich willkommen zur Gesprächssendung Drei kluge Köpfe. Fotografieren, glauben Sie, könne jeder. Was Sie meinen, ist Knipsen. Das machen wir alle im Urlaub. Richtig fotografieren allerdings ist was ganz anderes. Richtig fotografieren ist eine Kunst. Und wir haben heute eine große Künstlerin, eine Könnerin ihres Fachs zu Gast. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Barbara Klemm. Herzlich willkommen. Danke. Frau Klemm, im Frankfurter Städel werden derzeit Fotos von Ihnen gezeigt. Künstlerfotos, unter anderem Gerhard Richter, Josef Beuys und Fritz Klemm. Fritz Klemm war der Vater von Ihnen und Ihren fünf Geschwistern. Was für eine Art von Künstler war er und wie hat er Sie geprägt? Beide Eltern waren eigentlich Künstler. Meine Mutter und mein Vater haben sich auf der Kunstakademie kennengelernt. Und meine Mutter hat uns dann sechs Kinder bekommen. Damit war das erstmal vorbei mit der Malerei. Und mein Vater hat Materialgestaltung gemacht, war Zeichenlehrer gewesen am Gymnasium und dann hat man ihn berufen, weil er so einen guten Werkunterricht gemacht hat für die Kunsterzieher an der Akademie und hat da Werkunterricht gegeben und konnte dann endlich anfangen zu malen, weil zu Hause kein Platz war, wo er hätte malen können und ist dann jetzt wirklich ein guter, sehr toller Maler geworden. Und im Endeffekt sind ja die Maler unsere Vorbilder, also was wir als Fotografen versuchen zu machen, ist doch das, was die Maler früher mit dem Handwerk gemacht haben und mit ihrer großen Kunst, also dass man das wirklich toll hingekriegt hat. Und wir nehmen ein Hilfsmittel und versuchen das nachzumachen, auf eine schnellere Art und Weise. Und ich denke, da kann man ungemein viel von der Malerei lernen. Man darf sagen, Frau Klemm, dass Ihr Ruhm im Laufe der Jahre immer größer geworden ist. Sie sind museal geworden. Was bedeutet Ihnen das? Ich muss sagen, ich war sehr erstaunt, dass man mich sehr früh schon im Museum gezeigt hat. Und zwar 76 oder 78 in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe. Herr von Saldern hatte mich da eingeladen. Und das war für mich was Unglaubliches. Und damals war das doch noch mit meiner Fotografie noch nicht so sehr weit gediehen gewesen. Aber es war die erste Ausstellung. Und dann hat sich das doch so immer mal wieder wiederholt. In verschiedenen Häusern. Jean-Christoph Ammann 1990 im Museum für Moderne Kunst, wo er gleich drei hintereinander gemacht hat, weil das Material, was er gefunden hatte, hat immer so Stapel gemacht. Er hat gesagt, oh, das ist schön, das ist schön. Und ich habe gesagt, Herr Ammann, aber Sie wollen doch eine mit 50 Bildern. Er sagt, das sehen wir dann. So kamen drei Ausstellungen hintereinander, was mich auch eben gewundert hat, im Museum für Moderne Kunst, wo ich dachte, was hat meine Fotografie, die doch eigentlich sehr klassisch ist und wo ich gar nicht mit der Kunst arbeite, sondern ich hatte immer den Eindruck, ich muss ein gutes Bild für die Zeitung machen. Also das war die journalistische Fotografie, das war meine Sache da. Und nie habe ich daran gedacht, für ein Museum oder zu glauben, ich würde Kunst machen. Wenn es von außen dann so gesehen wurde, hat es mich gefreut, das ist klar. Sie sind jetzt sogar Mitglied des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaft und Kunst. Das sind nur 40 lebende Künstler. Deutsche und 40 Ausländer. Die dazu berufen werden. Was bedeutet Ihnen das? Es hat mich ganz ungemein erschrocken erstmal, weil ich große Angst hatte, weil ich dachte, wie kann ich in dem Umkreis von so berühmten und Nobelpreisträgern und ganz berühmten Leuten, hab gedacht, da gehöre ich nicht hin. Aber als ich dann das erste Mal da war, habe ich festgestellt, dass das wirklich was ganz Großartiges ist, weil die Personen, diese Künstler und Wissenschaftler von einer solchen Einfachheit im Umgang sind und mir so leicht gemacht haben, mich mit ihnen zusammen wohlzufühlen. Und da muss ich sagen, das schätze ich ungemein und das hatte ich vorhin mir nicht so vorstellen können. Und das hat es mir erleichtert und jetzt kommt man auch so langsam, kriegt man eigentlich auch einige, die, mit denen man befreundet ist oder Briefe schreibt. Also ich finde es eine ganz unglaubliche Gesellschaft, das muss ich schon sagen.
Sie haben einen etwas ungewöhnlichen Lebens- und Berufsweg. Sie sind, glaube ich, mit 15 von der Schule abgegangen, weil Ihnen Schule mit 14 keine Freude, keinen Spaß gemacht hat. Ja, weil ich ja schlecht war, das wollte ich ganz offen sagen. Sie haben eine Lehre angefangen, ja, in einem Porträtatelier. Welche Vorstellung hatten Sie damals in jedem Alter von Ihrem späteren Leben? Das ist ja mit 15, also meine Mutter hat gesagt, ein Jahr bleibt das Kind zu Hause, das ist zu früh. Also mit 15 bin ich dann in die Lehre und es war wirklich eine sehr angenehme Lehre. Es waren nur Frauen, es war eine Chefin, die Frau Bauer, Wilhelm Atelier Bauer, es war das erste am Platz in Karlsruhe. Und da habe ich gelernt, sehr präzise zu arbeiten. Und man musste natürlich alles machen, die ersten Jahre kehren und sauber machen und wie das so ist als Lehrling. Lehrjahre sind keine die Lehrjahre Herren. Sind war schon ziemlich heftig, aber es schadet nie was. Und dann ergab sich durch eine glückliche, ja es sind ja so oft so glückliche Umstände, die man vorher gar nicht ahnen kann, diese Möglichkeit, ich habe ganz kurz Klischees herstellen gelernt, aber wirklich nicht 4 Wochen lang in einer Chemigraphie, weil ich von dem Atelier dann irgendwann weg wollte und mir das Ganze etwas zu steif war. Ich wollte aber, obwohl das natürlich in der Klischeeanstalt noch viel schlimmer war, ich wäre da eingegangen wie eine Primel. Aber da gab es eine Frau, die sollte nach Frankfurt zur FAZ an einen Vario-Klischografen, also das Modernste, was man sich vorstellen konnte, wo eine Person den ganzen Klischeehergang an einer Maschine gemacht hat. Und die hat aber ihren Mann kennengelernt und wollte in Karlsruhe bleiben. Hat dann gesagt, das machst du. Und das war die Schwägerin vom Chef vom Dienst, vom Hugo V. Seib. Und der hat sich dann rührend um mich gekümmert. Am Anfang war das ziemlich schwierig, bis die Bilder wirklich gut im Druck da in der Zeitung waren. Aber es lief und dann kam ich an in der FAZ, da war die Maschine noch nicht da. Und dann sagte mir der Robert Held, der sehr für Fotografie Spaß dran hatte und Interesse hatte, helfen Sie erstmal dem Wolfgang Haut. Ah, da habe ich gedacht, dem großen Haut. Sie kannten ihn schon als Fotografen? Ich kannte ihn nur von den Bildern aus der Zeitung. Meine Eltern lasen die FAZ und ich habe immer nur geguckt, was hat der Haut gemacht und besonders in der Tiefdruckbeilage, die damals gerade so vielleicht 1-2 Jahre schon existierte. Und da war ich natürlich ganz, das fand ich toll. Und dann habe ich dem Haut geholfen. Und habe dabei sehr viel gelernt. Also er war praktisch wie ein Mentor. Er hat nicht viel erzählt, aber er hat die Bilder, die ich angeguckt habe, wenn ich sie archiviert habe oder ausgefleckt habe, beim Trocknen geholfen habe oder in der Dunkelkammer gesehen habe, wie er dann nachbelichtet hat. Und es war toll. Das heißt, Wolfgang Haut hat Ihr Talent erkannt und hat Sie gefördert. Ich habe dann nach einer bestimmten Zeit, also nach 5 Jahren, habe ich eigentlich angefangen, so ein bisschen journalistisch dann für mich zu fotografieren, ohne Aufträge. Und das war ja die Studentenbewegungszeit, das war dann 67, 68, 59 kam ich zur Zeitung. Und da hatte ich meinen Mann kennengelernt und der war auch politisch engagiert, wie wir damals eigentlich alle so in der Zeit. Und da habe ich dann Lust gekriegt und bin mit ihm dann zu den Demos oder Teach-ins gegangen. Sie hatten in dieser Zeit, als Sie fotografieren, in der 68er Zeit, aber auch etwas für sich gelernt, dass Sie nämlich nicht zu sehr beteiligt sein durften. Genau. Ja, das habe ich schon öfters mal erzählt. Und das ist auch etwas, was nicht nur während der Studentenbewegung wichtig war, sondern immer, dass man sich rausnehmen kann, wenn und rausnehmen muss, um einfach objektiver die Dinge zu betrachten und dann viel besser es im Bild festzuhalten, was man sieht. Und wenn man involviert ist, kriegt man die Dinge gar nicht so mit. Das heißt, obwohl man eine eigene Meinung hat natürlich zu den Vorgängen, muss man davon absehen. Man muss davon absehen und muss gucken, dass man braucht seinen Standpunkt nicht aufzugeben. Aber man muss doch sehen und eben ein Stück außerhalb stehen, um gut arbeiten zu können. Ja. Politiker und Schauspieler, Künstler, die Sie ja oft vor der Linse hatten, sind ja nun erkennbar eitel. Gibt es Politiker oder Künstler, die während Sie fotografieren, das vergessen, dass sie fotografiert werden? Oder bleibt bei denen immer noch so ein Rest von Darstellungswille? Also bei den Politikern habe ich festgestellt, die kann man eigentlich gar nicht im Privatleben sozusagen fotografieren. Da spielt sich nicht viel ab.
man muss sie beim Agieren kriegen, auf den Parteitagen beobachten und sehen, und wie sie agieren, wie sie sich sozusagen auch verkaufen oder bei Wahlveranstaltungen. Da kann man unglaublich tolle Studien treiben. Auch da muss man wissen, also informiert sein. Man muss immer, das war auch etwas, was ich ganz wichtig fand, Robert Held hat gesagt, als erstes müssen Sie morgens die Zeitung lesen. Und das ist etwas, was mir wirklich mein Leben lang, habe ich das getan und fand das ganz wichtig. Man muss wissen, was passiert, besonders wenn man für eine Zeitung arbeitet, um dann seine eigene Sicht zu sehen, aber zu wissen, wer und was gegen wen oder mit wem zusammen agiert. Wenn Sie das Stichwort sagen, Parteitage, ja. Man fragt sich als Laie ja manchmal, dann sieht man einen Fotografen, der fotografiert jetzt seit 4 Stunden und der hört nicht auf und hört nicht auf und hat immer noch denselben Menschen vor der Linse. Warum ist das so, dass Fotografen so unheimlich viel fotografieren? Weil sie immer Angst haben, den richtigen... Ich denke, sie haben Angst. Und das ist heutzutage mit der digitalen Fotografie noch viel schlimmer geworden, weil man das nicht mehr entwickeln muss, was ein sehr Prozess ist, der viel Zeit aufwendet, Ist man verschwenderischer. Ist man viel verschwenderischer und glaubt, irgendwas wird schon dabei sein. Und das ist die Krux. Also ich habe den Eindruck, man beobachtet heute nicht mehr so wie früher. Also man muss Dinge sich entwickeln lassen, man muss beobachten und genau hingucken und dann den Moment rauspicken. Und dann sind es immer noch eine ganze Menge Momente, die man fotografiert, aber nicht in diesem wahnsinnigen Ausmaß. Und wenn Sie dann hinterher den Kontaktbogen da liegen haben, ist es überhaupt nicht leicht, dann wirklich das richtige Bild zu finden. Das ist der Prozess, der sehr wichtig ist, das rauszusuchen, wo man das Gefühl hat, dass es sich verdichtet hat, zu einem Bild, ein Ereignis in einem Bild. Sie haben einmal gesagt, eigentlich kommt der Fotograf immer einen Bruchteil einer Sekunde zu spät, denn es dauert ja eine Zehntelsekunde vom Erkennen des Motivs, bis der Finger drückt, sozusagen. Ja, natürlich, also das, was Sie sozusagen als den ersten Moment oder diesen einen Augenblick sehen, da gab es davor schon etwas, den ich nur kenne. Und der mir lieber gewesen wäre, wenn ich ihn gekriegt hätte. Aber das ist halt so im Job. Aber wenn es dann doch beim anderen so ankommt, als wäre es der erste Moment, dann ist es ja gut. Sie sind als Zeitungsfotografin unendlich viel in der Welt herumgekommen. Sie haben Politiker fotografiert, Künstler. Sie waren in Osteuropa, Sie waren in Südafrika. Sind diese Reisen auf Ihren eigenen Antrieb hin entstanden oder hat die Redaktion Sie geschickt? Also sehr vieles ist auf eigenes Interesse, habe ich da bewegt und vorgeschlagen. Ich habe das schon ein bisschen professioneller angefangen, indem ich als erstes mal mit den Korrespondenten aus dem jeweiligen Land gesprochen habe und gesagt habe, das sind doch jetzt Wahlen in Lateinamerika, in Bolivien, Peru auch noch zur gleichen Zeit. Und können wir nicht da zusammen, also mit Walter Hauprich, eine Reise hinmachen? Und dann wurde das sozusagen, das war dann der Vorschlag bei den Herausgebern, ob das eine Chance gibt, dass wir das machen. Am Anfang war, also für uns Fotografen hieß es immer, es ist kein Geld da. Mit der Zeit hat sich das gebessert. Und dann haben wir diese Anlässe genommen, der Korrespondent und ich, und haben das natürlich aktuell sozusagen gemacht, bis wir wieder zurückkamen. Ich habe nie Filme geschickt, sondern das hatte dann Zeit, bis wir wiederkamen. Und dann habe ich aber auf diesen Reisen wie ein Hamster wirklich von morgens bis abends versucht, ein Stück von diesem Land in Bildern festzuhalten. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen, weil ich nicht vorher wissen konnte, was eigentlich dann, über was später mal Artikel erscheinen. Sondern da muss es ein großer Querschnitt gewesen sein, also wirtschaftlich, dann soziale Themen und die politischen Themen, die dann durch den Korrespondenten ich überhaupt erst eine Chance bekam, dann da, die jetzt oft sehr wunderbare Kontakte hatten und Zugang hatten, eine Möglichkeit fand, die Politiker dann auch zu fotografieren. Zu Ihren frühen Reisezielen, das war die Zeit der Ostverträge, waren Polen. Polen 1970. In welches Land kamen Sie da 1970 in Polen? Es war sowas von traurig. Und ich habe gedacht, es ist gerade der Krieg zu Ende gegangen. Und wir haben den Krieg,
dahin getragen und es ging uns schon wieder so viel besser. Und die Leute waren sowas von arm und hatten kaum was zu essen. Mit Bernhard Heimrich bin ich da gefahren an die Oder-Neiße-Grenze. Es war wirklich ungemein schwer zu ertragen. Und das war mir ein Anliegen, das aber hier in unserem doch schon ganz schönen Wohlstand den Leuten zu zeigen. Wie es da aussieht. Das war auch der Wunsch der Redaktion, eben nicht nur diese Gespräche von Walter Scheel als damaligen Außenminister, sondern mit seinem polnischen Außenminister, sondern die Situation im Land und an der Oder-Neiße-Grenze. Wie sieht es da jetzt aus, über die verhandelt wird und wo es dann später die Grenze geben wird? Zu Ihren vielen berühmten Motiven gehört eine Aufnahme, Brandt und Brezhnev in Bonn, umringt von Staatssekretären und Dolmetschern. Ja, das war das ist mein wichtigstes Bild und glaube ich auch, dass was die meisten kennen. Können Sie sich an die Situation noch erinnern? Sehr genau. Als wäre es heute gewesen, gestern gewesen. Ja, das sind Dinge. Ich glaube, bei unserem Beruf, also was wir dann mal erlebt haben, das bleibt ziemlich gut im Gedächtnis hängen. Und dadurch, dass wir sehr viel mit dem Material auch oder ich hinterher arbeite und immer wieder auch bei den Kontakten in die Länder sozusagen reise, noch zum zweiten oder dritten oder vierten Mal, ist einem das ziemlich vieles sehr präsent. In dem Moment, als Sie da auf den Auslöser drücken, als dieses berühmte Bild entsteht mit Brandt und Brezhnev, wussten Sie, spürten Sie, das ist es? Ich habe das gemerkt, dass da eine ungemein angespannte Situation war und ein richtiges Gespräch sozusagen unter diesem Politiker zwischen Brandt und Brezhnev stattfand, wo auch zum Fallin sich dann den Dolmetscher wegschob und direkt gedolmetscht hat zwischen der Botschafter, damalige Botschafter, russische Botschafter Fallin. Und ich da drin saß, nur mit noch vier anderen Kollegen, zwei Russen und einer vom Bundespresseamt und dpa, und gedacht habe, die schmeißen uns gleich wieder raus. Bei solchen Terminen ist das eine Minutensache. Und sie hatten uns irgendwie vergessen, weil das Gespräch so intensiv war. Und ich hockte vor ihnen und habe das sehr genau gesehen. Und habe nur gedacht, also ich muss die Situation kriegen. Und kann ihnen nicht mehr sagen, ob wir eine Viertelstunde drin waren oder ob es 5 Minuten war. So intensiv ist es. Und man ist vollkommen erschöpft hinterher. Man kriegt nicht mit, was gesprochen wird, weil man nur mit seiner eigenen Arbeit dann da beschäftigt ist. Das ist aber die Ausnahme, dass Sie nur mit 3, 4 Kollegen. Oft ist es ja ein Rudel, und wie setzt man sich da durch? Also ich meine, die Ausnahme war so, dass ich mich da reingemogelt habe. Also das ist ein großes, eigentlich hatte ich da gar nichts zu suchen. Es war mein erster Auftritt in Bonn. Ich hatte keine Ahnung, wie solche großen Ereignisse ablaufen, dass man gar nicht überall dabei sein kann, sondern dass da Pools gebildet werden. Und das war halt, ja gut, die Naivität und die Jugend und wahrscheinlich, weil ich auch die einzige Frau war. Nicht? Es gab damals noch in dem harten Geschäft keine Frauen und das hat mir es irgendwie ermöglicht, dass ich da reinkam. Frau Klemm, erinnern Sie sich an jedes Foto, das Sie gemacht haben? Nein. Also wir können Ihnen auch Bilder zeigen. Sehr, sehr viel. Manchmal, wenn in der Zeitung dann aus dem Archiv was geholt wird, meistens sind es dann Porträts von irgendjemand, denke ich, den habe ich auch gemacht. Ja. Also manche gehen dann doch unter. Frau Klemm, wir versuchen jetzt einmal uns 3 Bilder anzuschauen, 3 Barbara Klemm-Fotos. Wir beginnen bei Mick Jagger. Ja. Wo und wann haben Sie ihn vor die Linse gekommen? Wussten Sie? Ich habe zweimal die Rolling Stones fotografieren können, einmal 1970 und das andere war, ich glaube, 2 Jahre später, 1972. Und das war in der Kongresshalle hier in Frankfurt und damals waren die Konzerte noch nicht so reglementiert, dass man nur die ersten 3 Songs fotografieren darf. In der Festhalle war es, genau, Entschuldigung. In der Festhalle. Und das war einfach für uns, also ich war einfach weg. Ne? Die Musik fand ich unglaublich und dann natürlich auch die jungen Leute und die Halle war keine Stühle, nichts drin, sondern die hockten da und es war ein wahnsinniges Konzert und es hat mir enorm Spaß gemacht. Sind Sie zufrieden mit diesem Bild? Ja. Ja, können Sie auch sagen. Ja, aber ich will Ihnen was dazu sagen. Die Musik, es ist gar nicht leicht sozusagen, das auf ein Bild zu übertragen, weil dieser Rhythmus so ungemein ist und man denkt immer, wenn man dann drauf drückt, das müsste sich auch auf ein Bild wiedergeben und das tut es sehr selten.
Auf dem nächsten Bild sehen wir Thomas Bernhard, der ja ein granteliger Mensch war. Er sieht auf dem Bild auch grantelig aus. War er das in der Situation? Nein, er war überhaupt nicht grantelig. Alle haben mich davor gewarnt und haben gesagt, oh Gott, und ob er sie überhaupt empfängt und so. Er war sehr charmant und wir haben wunderbare Gespräche geführt, wobei ich festgestellt habe, immer, wenn wir sprachen und ich dann fotografieren wollte, hat er sich dann weggedreht oder wollte das nicht so recht. Also ich habe den Eindruck gehabt, er hat mich ein bisschen abgelenkt mit dem Gespräch, aber es war hochinteressant und ich habe ihn mir wohlgesonnen gemacht, auch mit einer Sache, die auch so Glücksfälle, also ich habe irgendwann, und zwar war es Herr Gillissen aus der FAZ, der mir gesagt hat, als ich ganz jung dann noch bei der Zeitung war, Sie müssen Tristram Shandy von Lawrence Stern lesen. Das ist Weltliteratur. Und da ich doch nichts gelernt hatte, war ich immer sehr eifrig, das nachzuholen und hatte Spaß daran, habe das gelesen, fand es wunderbar. Und habe ihm, dem Thomas Bernhard, dann gesagt, Ihr Stil, wie Sie schreiben, erinnert mich an den Lawrence Stern. Das hat ihm gefallen. Und dann hat er gesagt, das ist mein Lieblingsautor. Bingo. Aber das war wirklich toll. Und diese Bewegung von ihm fand ich einfach... Es gab zu der Buchbesprechung, da ging es damals um die Kälte, das war die autobiografische Reihe, da stand er eigentlich so vor mir in der Halle, die ich mir ausgesucht hatte. Als ich reinging, habe ich gedacht, da möchte ich ihn gerne haben. Das passt zu der Buchbesprechung. Und komischerweise fand ich dann das Bild stärker, wie er sich in Bewegung gesetzt hat, weil das seinen Rhythmus auch wieder gibt. Also es ist dann sozusagen die zweite Auswahl gewesen. Und das war dann für mich so das Bild, mein Bild von Thomas Bernhard. Hat manchmal die Redaktion Bilder ausgesucht, mit denen Sie nicht einverstanden waren? Ich habe Ihnen meistens so eine kleine Auswahl gegeben, dass da immer eins dabei war, wo ich mit leben konnte. Aber ich habe, was ich ganz wichtig fand, immer den Kontakt zu den Redakteuren gehabt. Weil das so, man kann ihnen dann ein bisschen auch was vermitteln, manche war es gar kein Problem, die haben einfach ein gutes Auge gehabt, aber es gibt wunderbare Schreiber und die eben keinen optischen Blick haben, wo ich dann gesagt habe, also wenn ihr wenig Platz habt, dann nehmt lieber das, wo viel wenig drauf ist und wenn es größer kommen kann, kann man was Kleinteiligeres nehmen oder so war die Situation. Also ich fand das ungemein bereichernd für beide Seiten, dass man das miteinander klärt und regelt. Und aber Sie selber haben sich nie am Schreiben versucht? Nein, und ich habe immer große Hochachtung vor allen Schreibern gehabt, auch besonders von den Korrespondenten, wenn man dann die Dinge miteinander erlebt hat und dann gelesen hat, wie die da draußen ihre Geschichte gebaut haben, fand ich ungemein spannend und hätte ich nie gekonnt. Wir haben noch ein Foto von Ihnen, auf das wir gerne blicken möchten. Es entsteht am 10. November 1989. Ja, der Fall der Mauer. Fall der Mauer. Bitte erzählen Sie uns, wie das damals war. Na, da war ich auch ohne Auftrag losgesprungen. Und nachts kamen wir von einem Essenseinladung zurück und wir haben am Fernsehen mitgekriegt, also irgendwas ist da passiert und die Leute können rüber in den Westen. Und dann habe ich zu Leo gesagt, also ich muss morgen früh fliege ich dahin. Und war um 8 Uhr im Flieger gesessen, habe nur vorher mal kurz mit dem Herrn Winters aus Berlin telefoniert, hab gesagt, dem Korrespondenten und habe gefragt, wie sieht es denn aus? Er hat gesagt, ja, man braucht schon wieder einen Pass, aber kommen Sie mal irgendwas. Und dann bin ich los und habe dann den ganzen Tag gearbeitet und das war unglaublich. Und da kam mir auch zugute, dass ich gelernt habe, sozusagen mich sehr genau zu beobachten und zurückzunehmen und nicht in dieser Euphorie mit einzutauchen, sondern genau hinzugucken und zu überlegen, was gibt Bilder, die den Tag überdauern. Das Ereignis, also wirklich in manchen Bildern, das klar ist, das ist der das Bild dazu. Ein anderes Ihrer berühmten Bilder aus diesem Zusammenhang entsteht am 3. Oktober. Ja. Brandenburger Tor, Riesenmenge. Und Sie haben Ihre Kamera gerichtet auf Helmut Kohl, Weizsäcker, de Maizière, Willy Brandt, der erkennbar gerührt ist. Ihm stehen Tränen in den Augen. Wo stehen Sie da und mussten Sie sehr kämpfen? Das war eine ganz brenzliche Angelegenheit. Da hatte ich wenige Mal in meinem Arbeitsleben habe ich Ängste gehabt und das war da.
Wir hatten eine, waren sehr relativ weit weg von der Tribüne, hatten sie uns für die Presse so eine Absperrung gemacht auf diesem großen Feld vor dem Reichstag. Und kurz vor 12 stehen plötzlich Grenzbeamte vor uns und wir haben gesagt, ja, wir können überhaupt nichts mehr sehen, wie soll das funktionieren? Haben die gesagt, seid mal froh, wenn er hier lebend wieder rauskommt. Und schon drückten von hinten die Massen nach vorne und das Gitter wurde umgedrückt und wir sind also festhaltend von diesen Grenzbeamten und von hinten drückend die Massen nach vorne geschoben worden. Und in dieser Situation ist mir dieses Bild geglückt. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wie. Ja. Mit dem Teleobjektiv ohne Blitz. Ich habe ja mein ganzes Berufsleben nie mit dem Blitz gearbeitet und sind scharf. Und was mich damals gereizt hat und warum ich überhaupt hin wollte, ich habe gesagt, ich möchte den Moment sehen, bei dem die Wiedervereinigung ausgesprochen wird, die Gesichter der Politiker, ob sich da was abspielt, wo man soll, und das tat es. Hannelore Kohl, ganz euphorisch. Ja, natürlich, wo sie aus Leipzig kam und der Genscher, der ja wie gerackert hat, wie ein unglaublich zu der Zeit von als Außenminister, genau. Und Brandt ganz gerührt, Lafontaine freut sich so, wie er so spitzbübig eben ist. Und der de Maizière ist drauf und man sieht, dass seine Zeit schon wieder vorbei ist. Und Herr Weizsäcker war der Einzige, der mich entdeckt hat unten in der Menge, da ist ein kurzer Blickkontakt. Also das war, und dann habe ich mich da abgedrückt von dem, als wir dann ganz vorn waren und geguckt, wo der kürzeste Weg ist, um aus diesem Gedränge rauszukommen. Also es war sehr, sehr, sehr voller Angst. Apropos Blickkontakt, wenn unser einer im Urlaub den italienischen Eisverkäufer fotografieren will, dann baut er sich sichtbar vor dem Eisverkäufer auf und so können Sie ja nicht arbeiten. Also eines Ihrer Markenzeichen ist die Diskretion, die Unauffälligkeit. Wie bekommt man das hin? Wie geht das? Es ist eine gewisse Schnelligkeit. Also wenn ich auf Arbeit bin, also durch die Straßen laufe oder also versuche, was zu sehen oder zu finden im Ausland oder wo auch immer. Aber man muss dann wirklich, also ich muss was wollen. Ja? Dann schlendere ich sozusagen, bin aber hochkonzentriert. Man muss sozusagen, man muss ungemein genau gucken und dass man, wenn man dann das sieht, was einem interessiert, was man spannend findet, dann muss das ganz schnell passieren. Und da ist es eben der erste Moment, wo man dann drauf drückt und ich mache das dann, da drücke ich eben einmal drauf und gehe weiter. Also wenn es Menschen sind. Und mich haben immer die Menschen am meisten interessiert. Situationen, die so zusammenkommen, wo man das Gefühl hat, die stehen da, als hätte es ein Regisseur hingestellt. Nicht? Also, und das ist dann eben auch die Komposition, die ich dann gerne im Bild habe, wo ich einen schnellen Blick dafür habe. Und das aus der Malerei kommt wahrscheinlich. Wir haben noch Zeit. Wieder am Anfang. Wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Ja. Können Sie sagen, wer Sie am meisten von den Menschen, die Sie porträtiert haben, beeindruckt hat? Also ich glaube, von der Politik her war es doch der Willy Brandt. Ja. Gibt es jemanden, den Sie noch gerne fotografieren würden? Das habe ich mich auch schon öfters gehört. Nein, wahrscheinlich ergibt sich mal irgendwas. Also ich habe immer so ein paar Leute, die ich gerne porträtieren möchte und wo ich auch dran bin. Aber das ist noch nicht so weit. Also da sprechen Sie jetzt noch nicht drüber. Nein, genau. Ja. Aber Sie haben Ihre Leica immer dabei. Ich habe sie fast immer dabei. Also beim Einkauf nicht unbedingt. Aber eigentlich ja, weil ich immer denke, es könnte ein Moment kommen und man sieht etwas. Und es täte mir sehr leid, wenn ich da nicht im Kasten hätte. Frau Klemm, die Zeit ist um. Die ist mal wieder sehr schnell vorübergegangen, mit Ihnen besonders schnell. Vielen Dank für den Besuch und meine Damen und Herren, auf Wiedersehen.